Der Wasserboiler lässt nicht mehr richtig Dampf ab. Wir müssen unbedingt den Schornstein reinigen. Na bitte, das war's. Ja, er ist so gut wie neu. Oh. Ich würde sagen, das sind gegrillte Dortens am Spieß. Was ist denn plötzlich los? Die Indianer haben uns den Krieg erklärt. Sie werden uns kapieren. Ja! Wir sind gerettet. Die Kavallerie ist rechtzeitig eingetroffen. Das ist ein Wunder. Aha! Sergeant O'Hara vom 7. Kavallerieregiment zur Stelle. Und wo ist die Kavallerie? 3 Tagesmärsche. Was? 3 Tage? Bis dahin sind wir alle skalpiert. Nur keine Panik. Ich verwandle diese Greenhorns in Elite-Soldaten. Glauben Sie wirklich, wir können mit einer Handvoll Häftlingen etwas ausrichten? Ich verwette meine Hand. Aua! Oh. Ich habe 100 Male gegen die Indianer gekämpft und es mit ein paar Kratzern überstanden. Ohne größere Verletzungen. Kleine Demonstration. Du da, Dickerchen. Ich? Spiel mir den Indianer. Den Indianer? Ich sagte, spiel mir den Indianer. Heya, 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 heya! Autsch. Wir beginnen mit dem Schlüssel zum Erfolg. Disziplin, verstanden? Und stillgestanden! Halbe Drehung und vorwärts! Marsch! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Die Atmosphäre im Gefängnis ist heute ausgesprochen entspannt. Gute Idee, einen Animateur einzustellen. Stillgestanden! Alle Mann! Kit! Richt euch! Streifen auch ausrichten! Treten wir den Rothäuten in ihren gelben Hintern! Ist das klar, Rekruten? Ja, Sir! Alles klar, Sir! Ich kann euch nicht hören! Ja, Sir! Alles klar, Sir! Chef, wir wollen kämpfen, Chef! Aber wir brauchen Waffen, Chef! Bravo, junger Mann, das ist Kampfgeist. Keine Angst, ich lasse euch nicht mit leeren Händen dastehen. Aber verletzt dich bitte nicht damit. Ich mache aus euch wahre Kampfbestien. Hey, 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 diese Übung kenne ich aus der Hundeschule. Wow, Zwerge werfen, das gefällt mir. Ein Stein zwischen die Zähne dieser gefiederten Idioten und sie essen nie wieder Büffelfleisch. Achtung! Alle Steine liegen in einer Linie. Ich sagte in einer Linie, klar? Was habe ich gesagt? Das Wichtigste ist Disziplin. Dieser Kerl ist doch das Letzte! Wenn er Krieg möchte, dann soll er auch Krieg bekommen. Ha. Aber... Hilfe! Die Wäscherei brennt! Die Indianer greifen uns an! Warte auf uns! Wir wollen nicht skalpiert
Nicht, dass ihr mich für feige haltet. Ich möchte nicht heldenhaft sterben, um das Geld für meine Vorgesetzten zu retten. Oh nein, ich komme mit euch mit! Die Mehlfratzen stören unser Ritual mit Rauchzeichen, die überhaupt nichts bedeuten. Was ist das für eine Krakelschrift? Ein Ritual? Was denn für ein Ritual? Jedes Jahr huldigen wir unseren Vorfahren, die in den ewigen Jagdgründen jagen. Hä? Seid ihr etwa nicht auf dem Kriegsfahrt? Wir machen Party! Und essen Lutscher! Wenn die Indianer die Wäscherei nicht in Brand gesteckt haben, wer weiß dann? Hm? Ich kann zwar kein einziges Wort lesen, aber es ist sehr poetisch. Tja, einen Plan haben oder keinen Plan haben? Das ist hier die Frage. Autsch! Hey, du Riesenhuhn, geh woanders picken! Au, 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 na, warte, du hinterhältiges Huhn, aus dir mache ich Chicken Wings! Das ist kein Huhn, Joe, das ist ein Strauß. Hakuna Matata kommt aus Afrika, er ist ein Buschmann. Hat er ein Problem mit seiner Zunge oder was? Die Buschmänner schnalzen mit der Zunge, um sich auszudrücken. Hakuna Matata ist ein Strauß-Spezialist. Er hilft uns bei der Zucht von Straußen, um das Büffelfleisch zu ersetzen. Ein Strauß-Spezialist, ja? Bist du ein Österreicher? Wir brauchen Freiwillige für unsere Straußenfarm außerhalb der Strafanstalt. Ich bin dabei. Na sowas, alle großen Häuptlinge des Landes sind da. Wir müssen diplomatisch sein. Wer mehr als 5 Sekunden übersteht, wird Hakuna Matata assistieren. Ist ein Kinderspiel. Zeig mir, was du kannst, Huhn. Ga, 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 ga. Ja! Oh! Ja! 10-1 auf Joe. Wow, 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 nicht so wild! Oh, oh, oh. 30. Joe ist draußen. Ich glaube, dieses Huhn hat es persönlich genommen. Ich glaube, die sind sauer auf mich. Wow! Zehn zu eins auf den verrückten Jimmy. Ich wette 5-1 auf Jack Dalton. Jetzt ist nur noch einer übrig. Helft mir, ich sitz verkehrt herum drauf. Uiuiui, fantastisch, er bricht den Rekord. Oh,
Hab ich's geschafft? War ich gut? Wie sieht's aus? Wir waren gut. Die Dalton sind einfach nicht zu schlagen. Stimmt's, Jungs? Passen Sie gut auf die Daltons auf. Wir schicken Ihnen Rantanplan mit, falls Sie abhauen wollen. Gut, dass wir die Fallen behalten haben, die Mar uns geschickt hat. Hier ist der Plan. Wir klauen uns heute Nacht die Strauße und sind morgen in Hulgalsch. So fangen die uns nie im Leben. Was ist mit Matata? Kein Problem. Volltreffer, Joe. Kann mir jemand sagen, wie wir hier rauskommen? Ich hab euch ja gesagt, wir brauchen einen Plan B. Das ist Plan B, du Vollpfosten! Joe, alles okay? Alles super, ging mir nie besser. Der große Häuptling geht Gassi. Ich geh mit. Ich werde sie krank! Sobald wir angekommen sind, essen wir die Biester. Ich wusste gar nicht, dass das ein Wettrennen ist. So, Joe, und was wollen wir jetzt machen? Wo ist denn das Problem? Wird nicht so leicht sein, darüber zu springen. Quatsch, wir springen doch nicht. Wir fliegen rüber. Federn, Schnabel, Flügel, dieses Huhn ist ein Vogel. Ja! Was hast du gegen mich, du blöder Vogel? Fragen wir doch einfach Matata. Was will der von uns? Na schön, wir hauen ab. Wir fliegen direkt nach Hulgalsch. Adios, Matata, und danke für die Hühner! Danke, dass Sie uns die Daltons zurückgebracht haben. Wir essen weiter Büffel. Strauße sind zu modern für uns. Ebenfalls Hakuna Matata. Wir würden auch gute Strauße abgeben. Klappe, du Strauß, oder ich esse dich bei lebendigem Leib.